Aber es gibt schon Sachen, wo ich ab und zu mal jemanden den Tod wünsche. Ja, das kann mal passieren vor Wut. Noch Mist. Jetzt habe ich die Knochen weiterverarbeitet. Egal. Ich war jetzt hier, um ein bisschen Erde abzuholen. Weil je nachdem finde ich Ballerspiele eigentlich ganz okay. Weil sie entspannen ein und ja, wie schon gesagt, man entspannt sich halt und macht seine Gewaltwut irgendwie weg. Finde ich zumindest. Legen wir mal hier rein den Sand, so. Gut. Zurück zum Bau ab, zum, ja, zur Baustelle. Ja, warum habe ich so lange gezögert? Warum habe ich so lange überlegt? Wer weiß. Mir ist die Stimme schon wieder ein bisschen down gegangen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht rede ich auch ein bisschen zu viel. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gut. Erstmal werden wir die ganzen Bäume hinsetzen. Ne Bäume, voll krass Bäume. Dann werden wir mal gucken, wenn die endlich mal wachsen, wird das mal schön ein bisschen dichter hier. Ich bin mal gespannt, wie das wird hier, wenn das alles fertig ist. Aber der Schnee muss hier einfach weg. Der Schnee passt hier überhaupt nicht hin. Ich finde, der Schnee sollte einfach verschwinden. Der hat hier nichts zu suchen. Naja, egal. Aber ich glaube, das Schneeproblem werden wir auch noch lösen. Darüber mache ich jetzt nicht keine so große Sorgen. Ah, ja, den Song kenne ich. Das ist von Majora's Mask. Ich glaube, das ist der Sang der vier Giganten, wo man das Horror-Kit aufhält mit dem Mond. Ja, ein schönes Spiel. Let's Playen werde ich es vermutlich auch noch, ja. Nach Ocarina of Time. Weil es auch sehr schöne Soundtracks hat und einfach ein tolles Spiel ist. Sollte man einfach mal spielen. So. Jetzt werden wir aber zunächst erstmal hier ein bisschen was zumachen, ein bisschen glätten. Ja, in der Tat, das werden wir hinkriegen. Ach ja, das ist Windwalker, der Portemonnaie. Die Insel Portemonnaie. Eigentlich mehr so eine Handelsstadt oder Handelsort. Jetzt ist schon wieder Sand abgegangen. Die Erde. Hätte vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Aber egal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde erstmal die ganzen Bäume hier fällen. Und warte, bis die alle kaputt sind, richtig? Dann sammle ich das Holz und die Saplings ein. Und nachpflanzen werde ich die natürlich auch noch. So. So. Sieht auch schick aus ohne. Ich finde einfach den Timbermod super, weil das dauert nicht so lange, das Abbauen. Und es sieht viel realistischer aus, wenn der ganze Baum gleich kaputt geht. Obwohl, eigentlich müsste er ja zur Seite fallen, aber das geht ja nicht bei Minecraft. Das sind ja Blöcke. Und Blöcke, ich glaube nicht, dass sie so schön aussehen, wenn sie einfach umkippen. Oder doch? Weiß ich nicht. Trotzdem, bisschen unnormal dann. Obwohl auch ein toller Mod vielleicht, wenn der ganze Baum umfällt bei Minecraft. Ich meine, das wäre doch mal was. Bin mal gespannt, wie das so sein würde. Vielleicht gibt es ja einen Mod, ich muss mal gucken. Genauso wie der Pikmin-Mod, den wollte ich auch mal ausprobieren, aber der ist ja noch nicht so weit voran. Also wenn der schon ein bisschen besser wird später und die Features, die er noch reinbauen wollte, fertig sind, dann würde der Mod bestimmt lustig sein. Bin mal gespannt, wie er das macht mit den Pigments. So. Eine Kohle oder zwei, legen wir mal zwei hin, eine Reserve. Und verbrennen hier mal ein bisschen Eisen, damit wir ein bisschen besser craften können und abbauen. Ach halt, bevor ich hier wieder ein paar Zäune baue, würde ich lieber erstmal hier die Zäune verlegen, die wir hier im Moment haben. Natürlich wird es immer Nacht und dann komme ich auf andere Ideen.
Ach egal, bauen wir jetzt mal ein bisschen durch. Finde ich ein bisschen zu nah. Moment, haben wir gleich. Ich will ja nicht so direkt daran haben, weil im normalen Fall ist das ja eigentlich auch nicht mal direkt an der Baustelle. Ach Quatsch, Baustelle an den Weg. Diese blöde Baustelle macht mich auch wahnsinnig, die hier ist. Also, die nerven extrem, obwohl endlich arbeiten sie mal nicht. Obwohl man will trotzdem, dass sie endlich mal fertig wird. Die faulen Säcke, die werden hier einfach nicht fertig mit der Baustelle. Wer weiß, was die da alle machen. Spielen die Tennis oder so? In den Pausen und statt Überstunden? Wer weiß. Gut, aber ich glaube, dass die da rüberspringen können, die Zombies. Mache ich das ein bisschen weiter weg, so. Und setze hier weiter. Die Zäune. Oh, die ganz schönen Zapplings. Juhu. Ich kann nicht genug davon kriegen. Toller Stoff, wisst ihr. Die wickelt man ein in Papier und dann... Oh, da freut sich dein Skin. Übrigens, nochmal herzlichen Dank an die ganzen Geburtstagswünsche, die hier angekommen sind. Vielen, vielen Dank an die ganz schönen vielen Leute. Na gut, das waren zwei, die jetzt meine Fan-E-Mail verwendet haben. Super, Dankeschön an euch. Hat mir sehr gefallen, dass ihr die mal ausprobiert habt, meine Fan-E-Mail. Und weiter geht's. Und auch noch die, die... die über YouTube herzlichen Glückwunsch geschrieben haben. Einfach auch mal danke. Ihr seid echt sehr nett zu euch. Zu mir. Egal. Versprecher. Versprecher passieren. Oh, ich habe einen Knoten in der Stimme, glaube ich. Ja. Ihr seht schon. Egal. Da ist ein... Brrr. Weg hier. Ach, verdammt. Jetzt müssen wir nochmal außen rum gehen. Oh, verdammt, da kommt ja noch mehr. Weg hier. Ihr kommt da nicht durch. Ihr kommt ja auch nicht durch. Also. Den linken würde ich ja noch reinlassen. Aber den rechten, ich weiß nicht. Naja, dem auch sei. Ich habe eine Idee, um ein bisschen Kohle zu beschaffen. Wir könnten ja mal das Holz... Wir kriegen hier im Moment ja sehr viel. Da können wir noch mal ein bisschen verbrennen. Kriegen wir ein bisschen schön viel Holzkohle. Die übrigens sehr gut für Öfen gedacht ist. Obwohl Holzkohle ist nicht so gut wie Steinkohle. Ich muss es ja wissen. Von unserem Verein. Wir benutzen ja Steinkohle hauptsächlich, weil die Holzkohle schnell verbraucht ist. Eigentlich müsst ihr bei Minecraft Alien. Oder Enderman. Naja. So. Ja. Ich mache eine kurze Pause und bin gleich wieder da. Tschüss.